Hallo liebe YouTuber, heute ein kleines Video zum Thema Bugout mit Familie. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja einen Sohnemann, der in einer Bugout-Situation bzw. einer gegebenenfalls Fluchtsituation mit mir natürlich kommen würde und bei dieser Situation natürlich nicht unbedingt auf dem Waldboden schlafen wollte, habe ich mir ein Bugout-System überlegt bzw. zusammengestellt, welches halt nicht in einem Rucksack transportiert werden würde, sondern in einem Fahrradanhänger. Dementsprechend kann ich natürlich dabei ein etwas größeres Packmaß auch mit mir führen. Wir haben jetzt hier, ich werde es jetzt nicht großartig auspacken, ausräumen oder ähnliches, weil ich ja meine Videos so kurz wie möglich halten möchte. Wir haben unten in dem Bundeswehrsack, Seesack, haben wir ein Zelt drin. Zwei selbstaufblasende Isomatten und oben die beiden Schlafsäcke. Das ist halt ein Teil der Bugout-Ausrüstung, die in jedem Fall, egal wie schnell ich hier wegkommen müsste, natürlich mitgehen würde. Ist auch normalerweise bei mir in der Garage bzw. im Keller gelagert. Und ist halt so, dass es im Falle eines Falles schnell aufs Fahrrad bzw. auf den Anhänger geladen werden kann. Und wir somit schnell wegkommen würden. So, das ist jetzt der Rucksack. Das Einzige, was in jedem Fall auch immer mit in dem Rucksack drin ist, das ist die Dokumentenmappe, also mit wichtigen Dokumenten. Und eine kleine Fließdecke, dass man gerade jetzt im Februar bei den kälteren Temperaturen dem Kind hinten im Wagen, in dem Anhänger noch eine Möglichkeit gibt, sich einzumuckeln, es ein bisschen wärmer zu haben. Jetzt haben wir hier noch seitlich drin Spanngurte, um halt in einer Bugout-Situation das ein oder andere an dem Anhänger noch seitlich festmachen zu können. Und eine Taschenlampe, in dem Fall eine, die mit Monozellen läuft, also mit den größeren Batterien. Da sind auch Akkus drin, in die sich zur Not mit kleinen Tricks und Kniffen, die ich euch in nächster Zeit auch noch ein wenig vorstellen werde, in einer Bugout-Situation oder Fluchtsituation, wie auch immer, halt relativ simpel geladen werden können, nachgeladen werden können. Den einfachsten Trick, da muss man nur immer aufpassen, dass ein solcher Akku dann nicht zu lange so ausgesetzt ist. Stellt sie einfach in die Sonne rein. Einfach ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, sofern ihr halt nicht, müsst ihr immer ein bisschen im Auge halten. Einfach in die Sonne reinstellen und sie laden sich ein bisschen nach, diese Akkus. Das ist dann natürlich keine extrem große Ladung, die entsteht, aber in jedem Fall ein Tipp, den man auch mal ein bisschen im Hinterkopf halten kann. So, kommen wir nun zum einem Teilüberblick des Rucksackes. Und zwar haben wir einmal exemplarisch hier eine Getränkeflasche. Im Normalfall wären in so einer Situation allein in den Flaschen knappe 3 Liter an Flüssigkeit, die mitgeführt werden. Dazu kommt dann halt noch eventuell die eine oder andere Flasche Wasser, die man dann, sofern die Situation, die Zeit das noch erlauben würde, natürlich auch noch mit in den Anhänger reinwerfen würde. Ich muss jetzt nochmal dazu ergänzend halt sagen, dass das Thema Bugout bei mir ein Konzept ist und kein Rucksack, also nicht nur allein auf einen Rucksack fixiert. Exemplarisch haben wir hier nochmal Batterien für Taschenlampen, die Lampen am Fahrrad, da man ja nicht wüsste, wie man halt, wie lange man unterwegs ist oder unterwegs sein müsste. Dann, um ein bisschen Geschmack zur Not mal ans Wasser zu kriegen, so Brausetabletten mit, was haben die jetzt hier? Blutorangengeschmack, also mit Orangengeschmack. Für den kleinen Hunger zwischendurch, den das Kind gerne mal kriegt, ein Glas Würstchen. Dann nochmal so ein bisschen Fertiggerichte, die man halt schnell in den Topf, der sich auch noch mit im Bugout befindet, halt schnell warm machen kann. Genauso ein Paket Reis, ein Paket Nudeln. Dann kommt nochmal dazu, weil ich das einfach platztechnisch nicht mit aufgebaut gekriegt habe, natürlich Tomatenmark, um eine Tomatensoße herstellen zu können. Ein paar Gewürze und auch so eine Fertigsoße, Delikatessoße, Bratensoße, sowas in der Richtung kann man sich dann natürlich auch mit einpacken. Exemplarisch hier vorne noch Essbesteck, was halt dann nochmal die Anspielung ist auf das Thema Zubereitung, Nahrungsaufnahme halt. Ja, das ist jetzt halt ein kleiner Überblick über den Inhalt des Rucksackes.
So, das sind jetzt noch ein paar weitere Gegenstände, beziehungsweise mal eine kleine Übersicht, was ich in einer Bugout-Situation an Gerätschaften noch mit dabei habe. Zwar zum einen noch ein Outdoor-Messer, das auch nochmal schön mit einer Kurbel umwickelt ist, die man halt in einer Notsituation dann auch noch für Abspann einer Plane des Zeltes oder wie auch immer verwenden könnte. Das ist ja, ein Messer, was man auf jeden Fall scharf halten muss. Kam relativ schwach geschärft hier an, musste also erstmal nachgeschliffen werden. Dann haben wir hier noch ein Messer, ganz normales Zweihand-Klappmesser. Das Schöne hieran ist nochmal mit Kabel, also eigentlich ein Marinemesser der frühen Bundeswehr mit zwei Kabelabisolierern, beziehungsweise zum Beispiel die Kurbel dann damit abschneiden zu können, separat. Auch hier musste ich nochmal nachschärfen. Aber obwohl dieses Messer so alt ist, hat es mich gewundert, wie scharf ich das noch bekommen habe. Also, ja, schöne Sache. Liegt auch gut in der Hand, ist nicht zu schwer. Dann mein Messerchen, was an einem meiner Schlüssel eigentlich immer mit dran ist, nämlich mein süßes kleines Schweizer Taschenmesser, ist nicht wirklich groß. Die berühmte Feile. Messer auf der anderen Seite sehr praktisch, auch nochmal eine kleine Schere mit dran. Und wenn ihr jetzt so einen Größenvergleich seht, es ist kein wirklich großes Messer. Also hat mich selber gewundert, als ich das bestellt hatte. Dann ein etwas größeres Messer, auch nochmal mit Korkenzieher, mit Kreuzschlitzschraubendreher bei. Auch jetzt nicht von einem namhaften Hersteller, aber trotzdem sehr praktisch. Und hier ist noch, liegt auch meistens eigentlich schon im Fahrradanhänger mit drin, ein recht kleiner Klappspaten, der zumindest einen Vorteil hat. Er hat nämlich die Spitzhacke noch mit dran, dass man halt ja, zum einen auch mal vielleicht etwas härteren Boden damit aufhacken kann. Die Frage ist natürlich, wie stabil das Ganze im tatsächlichen Einsatz wäre. Schön klein, praktisch, handlich, nicht zu schwer. Kann man also auch noch ohne Größeres mit der Tasche an den Gürtel eigentlich noch fixieren, weil hinten auch nochmal zwei Schlaufen dran sind. Ist von der Firma Miltec, habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, wie gesagt, hier geht es ja dabei auch um, das habe ich auch in der Kanalbeschreibung gesetzt, auch nochmal die Möglichkeit. Wo kriege ich Material günstig her, das funktioniert? Wie sich der Klappspaten jetzt letzten Endes im Testlauf schlagen wird, ist natürlich eine andere Frage, aber wird sich dann zeigen. So, jetzt nochmal exemplarisch zum Abschluss einfach der Rucksack mit der Zusatzausrüstung. Ja, wie gesagt, bei mir ist halt das Bugout-Konzept ein etwas anderes. Momentan warte ich auch noch auf so das ein oder andere Päckchen. Zum Beispiel mit einem Wasserfilter, der mir momentan noch fehlt, der dann auch ins EDC-Fahrrad gehen würde. Da ich halt in einer Bugout-Situation oder halt auf jeden Fall mit dem Fahrrad unterwegs wäre. Ich werde auch in den nächsten Tagen, wenn das Wetter mal ein bisschen freundlicher geworden ist, eine kurze Videosequenz machen, quasi zum komplett gespackten Bugout-Vehikel, Bugout-Fahrzeug, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr euch auch weitere Videos von mir noch anschaut, euch bitten, ein Feedback zu geben, wie ihr die Ausrüstung, die Ideen von mir seht, was ihr davon haltet. Gerne einen Daumen hoch, gerne auch ein Abonnement, gerne auch Anregungen, was ich vielleicht mal als nächstes für ein Video machen soll. Und wünsche euch viel Spaß weiterhin. Vielen Dank fürs Zuschauen.